cooles Gefühl. Warum? Bin da auch nur ein Mensch. Aber dafür ein Fußballstar. Na, oder? Star nicht. Star sind andere, die bei Bayern spielen oder sonst wo. So wie Ribéry oder wie? Ja. Ich bin nur einer, der sein Hobby gern zum Beruf gemacht hat und das habe ich halt geschafft, was ich, ja, was ich lebe auch dafür. Und ich hoffe noch lange. Ja, ich habe lange auf den Tag gewartet, habe hart dafür gearbeitet und ja, bin dankbar, dass der Trainer mich aufgestellt hat. Und dass wir gewonnen haben, war umso besser. Ja, wir sind ein bisschen zusammengesessen, haben die ganze Situation besprochen, aber sonst haben wir uns einfach aufs Spiel eingestimmt und zusammengehalten. Ja, die Mannschaftsleistung geschlossen war einfach, war richtig gut. Die Stimmung war vor dem Spiel gut, während dem Spiel. Ja, haben gut zusammengehalten. Spielt ihr auch Fußball, ja, ne? Nein, ich spiele Tennis, aber ich kann Fußball spielen, seit ich gehen kann, wegen meinen Brüdern. Mhm. Die haben mir das sofort beigebracht. Okay. Clever, hä? Ich spiele Fußball. Ja? Wo? Tussost. Wo ist das? Da bei der Radrennbahn Heberfichten. Ah, okay. Welche Position? Innenverteidiger. Also richtig mit umhauen und alles. Ja. Gut, muss auch sein. Ja, das Schwierige ist dabei noch Kapitän zu sein. Warum? Darfst du alles machen? Ja, die meisten machen aber nicht zu. Bleiben vorne stehen, helfen nicht hinten aus. Kenn ich. Und wie war das Gefühl, als du gegen Kaiserslautern das Tor geschossen hast? Gut, weil wir hatten dann eine Zeit lang, ich glaube, keine Tore geschossen. Und dann... ja, und dann, dass man da halt einen Punkt halt mit aus Lautern mitnimmt, ne? Mhm. Ich glaube, waren für die wenigsten klar, weil die dachten, dass wir da mit Sicherheit mit 3-4 Toren abgeschossen wären. Ja, und umso schöner ist es halt, dass man da einen Punkt mitnimmt, ne? Mhm. Und wie wäre das Gefühl, wenn sie einen Elfmeter schießen müssten, also gegen Dresden, das entscheidende Spiel? Ich glaube, ich darf nicht mehr schießen. Warum? Ich habe doch schon gegen die anderen, die ja etwas in der Nähe sind, verschossen, damals in der dritten Liga. Paderborn. Ja, nee, das, die anderen. Nee. Münster. Ja, das Wort darf man hier nicht sagen. Stimmt, hätten wir gewonnen. Wir sind aber aufgestiegen von daher und die sind unten geblieben. Ja. Wir sind aufgestiegen, also ist alles gut. Ja. Ja, wenn es so sein sollte, ich gehe halt wieder hin, ne? Von daher, also ich habe keine Probleme damit, auch wenn ich verschossen habe, dass ich da wieder zum Punkt hinlaufe. Mhm. Aber wir haben die Schützen, die... die schießen sollen und damit, wenn die sich nicht trauen, dann nehme ich mir halt wieder den Ball. Ich habe keine Probleme damit. Ich glaube, dass die Frankfurter eine ordentliche Mannschaft haben, gerade in der Offensive, und man darf sie auf keinen Fall unterschätzen. Sind Sie schon bereit, gegen Frankfurt zu spielen? Ja, natürlich. Ich freue mich auf jedes Spiel, das kommt. Und die beiden Spiele, die jetzt kommen, sind halt sehr wichtig. Wir müssen auf jeden Fall zweimal gewinnen. Und dann haben wir die Relegation sicher und dann packen wir es halt in der Relegation und bleiben drin. Was denkst du, wie wird das Ergebnis ausfallen? 3-0 für Bielefeld. 3-0. Und wer soll da die Tore machen? Zwei du. Und eins Klos. Okay. Aber ich würde sagen 3-1. Und wer schießt bei dir die Tore? Saha, Klos und du. Und wer hat das Tor für Frankfurt? Keine Ahnung, Matthew Lecky? Ich kenne mich mit Frankfurt nicht aus. Ja, ich glaube, dass die Situation wie für uns auch für die Fans nicht einfach ist. Und man hat ja gesehen in Bochum, wie sie uns unterstützt haben und davor Hut ab. Es steht im Internet, glaube ich, dass 18.000 schon verkauft sind. Cool. Das heißt, dann brennt nochmal die Alm. Mhm, also volle Hütte. Sehr gut.